Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist bei dem YouTube-Kindergottesdienst von der FEG Christusgemeinde Aachen. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit. Und zum Start haben wir wieder einen Special Guest unter uns, den wir schon ganz gut kennen, nämlich den Tim aus Frankreich. Und Tim aus Frankreich hat mir erzählt, dass er im Dschungel jetzt noch weiteren Tieren begegnet ist. Also anderen Tieren, und er musste dann darauf reagieren. Das klingt spannend. Ich wünsche euch viel Spaß mit Tim aus Frankreich. Hallo, bonjour, mes amis. Schön euch zu sehen. Schön, dass ihr wieder dabei seid mit mir, Tim aus Frankreich. Ich hoffe, ihr habt viel Platz um euch herum. Ich hoffe, ihr habt sportliche Kleidung an, wie ich, und habt ganz viel Energie. Okay, on va commencer. Wir fangen an und laufen. Okay, wir laufen und wie die letzte Mal auch kommen jetzt immer wieder Tiere rein. Und wenn ein Tier kommt, müssen wir reagieren. Okay? Und wir reagieren. Und heute sind neue Tiere dabei. Heute kommt ein Pelikan. Was machen wir? Wir fliegen mit dem Pelikan. Wir fliegen mit dem Pelikan. Okay, und da kommt eine Biene. Okay, wenn eine Biene kommt. Müssen wir patschen. Okay, wir laufen und laufen. Da kommt ein Vogel. Ein Pelikan. Warum ist er ein Flieger? Mit dem Pelikan. Fliegen. Mit dem Pelikan. Und eine Biene. Okay. Und ein Tiger. Weglaufen. Und dann nochmal einer. Oh la la. Oh la la. Und dann kommt ein Känguru. Boing, boing, boing. Noch ein Känguru. Boing, boing, boing. Oh. Und eine Schlange. Hüpfen. Und eine Schlange. Hüpfen. Und ein Elefant. Ducken. Ein Elefant. Ducken. Und ein Tiger. Weglaufen. Ein Elefant. Ducken. Ein Elefant. Ducken. Ein Elefant. Ducken. Dschungel ist ein Tiger weglaufen. Und ein Elefant ducken. Und noch ein Elefant ducken. Und eine Schlange hüpfen. Ein Pelikan. Ah, wir fliegen. Und wir fliegen. Ein Pelikan. Fliegen. Und nochmal fliegen. Und ein Elefant ducken. Noch ein Elefant ducken. Und ein Tiger weglaufen. Gut atmen und eine Schlange hüpfen. Noch eine Schlange hüpfen. Und ein Känguru. Boing, boing, boing. Und ein Elefant ducken. Und ein Tiger weglaufen. Ein Elefant ducken, noch ein Elefant ducken und eine Schlange hüpfen, ein Pelikan fliegen, fliegen und ein Tiger weglaufen und noch ein Tiger weglaufen und eine Schlange hüpfen und ein Elefant ducken
und eine Schlange hüpfen und ein Elefant ducken und eine Schlange hüpfen. Huh, ein Tiger weg, mach weg! Ein Pelikan. Fliegen. Fliegen. Ah, mes amis. Das hat Spaß gemacht. Es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Au revoir. Tschüss. Macht's gut. Danke, Tim, für deinen Einsatz. Danke, dass du mit uns in den Dschungel gehst und uns auch immer wieder sicher aus dem Dschungel wieder rausführst. Wir danken weiter. Nachdem wir jetzt Tim gedankt haben, wollen wir auch Gott Danke sagen. Gott, wir danken dir für diesen Tag, den du uns schenkst. Wir danken dir dafür, dass wir Kindergottesdienst feiern dürfen. Wir danken dir, dass du mit uns bist, dass du uns begleitest in dieser Zeit. Danke dir dafür. Amen. Danke für diesen guten Morgen. Das ist ein Lied, das wir jetzt auch gemeinsam miteinander singen werden. Und wir danken nicht nur für diesen guten Morgen, wir danken auch für den Mittag. Vielleicht schaust du gerade am Mittag zu oder für den Abend. Und schauen mal, was uns noch so einfällt, was wir ins Lied mit einbauen können. A one, a two, a one, two, three, four. Danke für diesen guten Morgen. Danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich ja meine Sorgen auf dich werfen darf. Und nochmal, danke für diesen guten Morgen. Danke für diesen guten Morgen. Danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich ja meine Sorgen auf dich werfen darf. Und danke für den Mittag. Danke auch Herr für neuen Mittag. Danke für jeden neuen Mittag. Danke, dass ich meine Sorgen auf dich werfen darf. Und auch für den Abend. Und danke auch Herr für diesen Abend. Danke für jeden neuen Abend. Danke, dass ich meine Sorgen auf dich werfen darf. Wofür könnte man noch dankbar sein? Ganz genau, für die Freunde zum Beispiel. Danke, auch Herr, für meine Freunde. Danke, die ich so gerne mag. Danke, dass ich meine Sorgen auf dich werfen darf. Wofür könnte man noch Danke sagen? Helf mir mal gerade. Genau, für die Hobbys. Danke, auch Herr, für meine Hobbys. Danke, die ich so gerne mag. Danke, dass ich auch all meine Sorgen ja auf dich werfen darf. Wofür könnte man auch dankbar sein? Ah, für die Mama. Und danke auch Herr für meine Mama. Danke, dass sie mich so sehr liebt. Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen darf. Wenn wir für die Mama danken, dann doch sicherlich auch für den Papa, oder? Danke, auch Herr für meinen Papa, danke. Ja, ich mag ihn so gern. Danke, dass auch wenn wir mal Streit haben, wir uns wieder versöhnen können. Noch eine Runde für den Kigo. Und danke auch Herr für diesen Kigo. Danke, es macht uns meistens Spaß. Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen darf. Vater, wir danken dir. Danke, dass du so gut zu uns bist und das so gut mit uns meinst. Amen. Hi Leute, Jonas hat gefragt, ob ich heute was mit euch machen möchte, euch eine Geschichte erzählen möchte. Und ich habe gedacht, klar, mache ich, total gerne. Und ich würde das gerne mit einem kleinen Liedchen
einleiten, damit beginnen. Und ich habe eins mitgebracht und das werde ich euch jetzt mal vorspielen. Okay, aufgepasst. Also, warte mal, was ist denn das? Also, hallo? Also drinstecken tut nichts. Verstehe ich nicht. Ich habe doch immer damit gespielt und jetzt auf einmal funktioniert die nicht mehr? Das kann doch nicht sein. Was ist denn los? Ah, oh, und auch noch bei so einem besonderen Video. Oh Mann. Na, Momentchen mal. Hey, gibt es zwei Knöpfe? Da. Und wenn die gedrückt sind, dann gehen hier Klappen hoch. Da. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Und dann geht es nicht. Und jetzt sehe ich hier gerade, ist so eine Klappe auf. Wartet mal. Stell es mal zurück. Seht ihr mal, jetzt hat es funktioniert und dabei war nur ein Knöpfchen verstellt. Verrückt. Denn vielleicht passt es eigentlich ganz gut zu dem, was ich euch heute erzählen wollte. Denn ich habe mich mal gefragt, wie ist das eigentlich, wenn man mit Gott lebt? So reden ja manche Christen. Ich lebe mit Gott. Das heißt Glauben. Und was passiert dann in meinem Leben, wenn ich mich für diesen Schritt entscheide? Verwandle ich mich dann? Wird dann alles neu um mich herum? Kriege ich eine neue Familie? Kriege ich ein neues Haus oder einen neuen Namen? Verändert sich meine Haarfarbe oder meine Körpergröße? Und so ist es ja nicht. Aber was heißt es dann, Leben mit Gott? Verändert sich überhaupt irgendwas in meinem Leben? Wenn nein, warum sollte ich das dann tun? Also ich habe für mich mir so gedacht, wenn ich mit Gott lebe, dann verändert sich um mich herum vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel. Das ist wie mit dieser Querflöte. Ich habe diese Querflöte und ich spiele die schon seit einigen Jahren. Und dann verstellt sich ein Knöpfchen und auf einmal kommt kein Ton mehr raus. Und die macht gar nicht mehr das, wozu sie eigentlich gedacht ist, nämlich schöne Musik zu machen, schöne Lieder zu spielen. Ich verstelle was an der Querflöte und es ist immer noch eine Querflöte. Und es ist immer noch zum Musikmachen da und auf einmal kommen Töne raus. Und auf einmal kann ich wunderschöne Lieder damit spielen. Und ich glaube, das ist genauso mit Gott. Und wenn ich mit ihm lebe, um mich herum verändert sich vielleicht gar nicht so viel. Ich behalte meine Familie, ich behalte mein Aussehen, ich behalte meine Gaben und Talente, alles, was ich so von klein auf mitbekommen habe, was mir in die Wiege gelegt wurde sozusagen. Aber was ich damit mache und was ich damit anfange, wie sich das in meinem Leben auswirkt, das verändert sich, wenn ich mit Gott lebe. Denn dann habe ich eine andere Hoffnung, dann fühle ich mich geliebt von meinem himmlischen Vater und das wiederum lässt mich meine Gaben, meine Talente anders nutzen. Lass mich mal ein Beispiel erklären, vielleicht wird es dann verständlicher. Du bist total beliebt in deiner Klasse und das könntest du jetzt benutzen und sagen, hey, ich hab's drauf und ich mache mich vielleicht über andere lustig, vielleicht hänsel ich andere. Weil ich bin ja auf der Gewinnerseite unterwegs. Vielleicht erkennst du aber auch für dich, hey, wenn ich mit Gott lebe und der mich so liebt, wie ich bin, dann liebt er auch meine Klassenkameraden, so wie sie sind. Und vielleicht benutze ich dann meine Beliebtheit, um mich gegen Mobbing stark zu machen und anderen zu zeigen, hey, es ist nicht in Ordnung, wie man mit anderen umgeht.
Also die Umstände, dass du geliebt bist, bleiben die gleichen. Aber was du damit machst, verändert sich. Oder vielleicht bist du total gut in Mathe oder Physik oder Chemie, wo andere vielleicht nicht so stark drin sind. Und du kannst es benutzen, um anderen zu zeigen, hey, ich bin der King hier und ich hab's drauf und ihr alle seid Loser. Oder du könntest dein Talent benutzen, um anderen zu helfen, sie zu unterstützen, ihnen beim Lernen zu zeigen, wie es geht. Vielleicht ist für dich jetzt ein bisschen klarer geworden, was es bedeuten kann, konkret in deinem Leben, was es heißt, mit Gott zu leben. Und vielleicht hast du Bock, mit Gott zu leben. Ich fände es wunderbar. Und ich finde es wunderbar, mit Gott zu leben. Denn durch ihn kommt Musik und Freude in mein Leben. Und die Dinge, die ich schon immer gern gemacht habe, mache ich mit Gott noch viel lieber. Und merke, dass es anderen um mich herum echt gut damit geht. Und mir auch. Und ich wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche mit viel Lachen, Singen, Heiterkeit und Segen. Ciao. Heute singen wir gemeinsam ein Segenslied von Samuel Harfst. Und das heißt Wege vor mir. Und ich finde gerade in der jetzigen Situation, in der wir sind, ich vermute, es geht euch ähnlich, dass wir ganz oft nicht wissen, was kommt morgen, was kommt in den nächsten Tagen, wann geht der Kindergarten weiter, wann kann ich wieder in die Schule gehen. Es ist ganz viel Ungewissheit da. Man weiß nicht so richtig, was als nächstes kommt. Wie wunderbar da zu wissen, Gott geht mit mir. Gott ist bei mir. Er segnet mich, denn das ist mein Segen. Wege vor mir. So viele Wege liegen her vor mir, so wenig Wege führen mich zu dir. So viele Wege versprechen mir das Glück, doch wohin ich gehe, da führt kein Weg zurück. Herr, in deinem Segen ist mir mehr gelegen als an Gold auf deinen Wegen, wenn ich gehe. Gold auf deinem Segen will ich gehen. Große Gedanken verlaufen sich im Sand, geben dem Nächsten die Klinke in die Hand. Vergöttern Wissen, doch wissen nichts von Gott. Heute am Blühen und morgen schon verdorrt. Herr, in deinem Segen ist mir mehr gelegen als an Gold auf deinen Wegen will ich gehen. Herr, in deinen Wegen ist mir mehr gelegen als an Gold auf deinen Segen will ich gehen. Herr, in deinem Segen ist mir mehr gelegen als an Gold auf deinen Segen will ich gehen. Herr, in deinen Wegen ist mir mehr gelegen als an Gold, mit deinen Wegen will ich gehen. Gott segne dich. Gott segne deine Wege. Gott sei dir auch da nah, wo du noch nicht weißt, was kommen wird. Amen. Ich freue mich schon auf nächste Woche, denn auch nächste Woche werden wir uns wieder sehen. Wieder über unseren YouTube-Kanal, den du auch sehr gerne abonnieren kannst, beziehungsweise deine Eltern. Dann kriegst du die neuesten Videos immer direkt angezeigt. Mach's gut. Ciao.